Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Video, wo wir über die Strecke Salzburg-Rosenheim sprechen werden, die nämlich jetzt angekündigt ist für den 27. Februar 2024. Das heißt also, wenn ihr das Video heute seht, dann wird die Strecke in 12 Tagen erscheinen, Ende Februar, und es gibt einen ersten Trailer, den wir uns zusammen angucken werden. Den gucken wir uns erstmal gesamt an und danach gucken wir uns den auch gerne nochmal Bild für Bild an. Wir schauen erstmal einfach rein auf dem YouTube-Kanal von TSW und gucken mal. Den Ton habe ich jetzt mal ausgelassen an dieser Stelle. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön aus. Jetzt gehen wir mal Bild für Bild einmal da durch. Also hier, wir fangen an am Hauptbahnhof von Rosenheim. Sehen hier Gleis 2 und Gleis 3. Was auffällt an dieser Stelle, sind die Oberleitungen. Guckt euch das mal an. Es war ja so mit TSW 3 oder TSW 4, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, mit TSW 4 kam ja die Änderung, dass die Oberleitungs-, dass der Fahrdraht ja etwas dicker ist, damit man den etwas besser sehen kann. Das Problem war, dass diese Querspannung, diese Querseile, die waren halt dooferweise nicht dicker. Das heißt, das sah so ein bisschen komisch aus, während halt diese Oberleitungsseile bzw. Spannung oder Leitungen halt eben dicker waren, war das nicht so. Und jetzt scheint es aber der Fall zu sein, dass das alles die gleiche Dicke hat. Sieht auf jeden Fall also jetzt optisch einfach deutlich passender aus. Es fällt jetzt nicht mehr so krass auf. Also schon mal eine kleine Änderung, eine kleine Neuerung. Ansonsten hier Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, Nebel, ansonsten leerer Bahnsteig, sonst kann man nicht viel mehr erkennen. Wir gucken mal weiter. Dann haben wir hier, na, das könnte auch Salz, das könnte, glaube ich, Salzburg sein müsste es, glaube ich. Sehen hier die Baureihe 111 mit dem Scherenstromabnehmer 111031-1 mit den Dostos hinten dran. Die Dostos sind auch übrigens passend. Das sind jetzt keine neuen Dostos, leider, das sind die altbekannten, aber die passen ja zur Strecke. Von daher ergibt das ja auch total Sinn, dass diese Dostos mitgeliefert werden und nicht die Dostos einer anderen Generation. Wir sehen ansonsten hier das Bahnhofsgebäude mit einem Collectible an dieser Stelle. Da kann man sicherlich eine Map hinstellen. Und sonst nehmen wir hier die Passagiere, die hin und her laufen. Bisschen Details sehen wir auch. Hier so eine kleine Topfpflanze, sieht doch ganz hübsch aus. Ja, ansonsten erstmal nicht viel mehr zu erkennen. Österreichische Signale, da oben rechts seht ihr es, sind auch wieder dabei, tauchen auch wieder auf. Also schon mal hübsches Bild, definitiv. Ja, nächstes Bild. Das ist ein bisschen überbelichtet. Das kann man an dieser Stelle ignorieren. Das ist tatsächlich nicht so im finalen Bild. Da zeige ich euch auch gleich Screenshots, wie das wirklich aussieht in Salzburg. Also, ne, dass das hier etwas überbelichtet ist, das ist definitiv mittlerweile gefixt. Gut, hier steht jetzt nicht einsteigen. Hier steht nicht einsteigen, nicht mit einem Doppelpunkt und dann einsteigen. Auch das ist hoffentlich dann zum Release gefixt. Ansonsten sieht es ganz hübsch aus mit der 111 hier. Und dann haben wir den Übergang. Nochmal eine Nahaufnahme von der 111.067-5. Wir sehen die Passagiere, die auch mal wieder Kaffeebecher und sicherlich auch Gepäck und so weiter mit dabei haben. Also die überarbeiteten Kopfhörer sind auch mit dabei. Gab es die vorher auch schon? Kopfhörer? Frage ich mich. Haben wir die schon mal gesehen? Weiß das jemand? Ich kann mich nicht erinnern. Aber es kann gut sein, dass es die trotzdem vorher schon gab. Im Hintergrund sehen wir, ich glaube, das sind die FALNS-Wagen. Das könnten die Habins-Wagen sein. Ja. So, dann haben wir hier nochmal ein Bild bei Nacht mit der 111. Dahinter noch mehr 111er, Dostos. Ja, also auf jeden Fall schöne Beleuchtungsverhältnisse. Wir sehen wieder die Oberleitungsspannung. Das sieht auch sehr gut aus, finde ich, ne? Also hier von der Dicke her, das passt dann jetzt auch tatsächlich in beide Richtungen, ne? Sowohl horizontal als auch vertikal sieht das jetzt deutlich besser aus. Ja, ne? Also da fährt die 111 von uns vorbei. Hier haben wir die Autotransportwagen, die seit, ich glaube, seit Bremen-Oldenburg. Könnte auch sein, dass es seit Kassel-Würzburg so ist, ja auch verschiedene Farben haben. Das sind nicht nur einfarbige, sondern auch verschiedenfarbige Autos. Die Passagiere, die auch wieder Regenschirme haben, sind auch dabei. Die entsprechenden Zugzielanzeigen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was genau da steht, das kann ich nicht erkennen, aber passt auf jeden Fall ganz gut. Ich kann es immer noch nicht so genau erkennen. Ja, und dass die Route Art entsprechend mit der 111 nach Salzburg Hauptbahnhof sehr, sehr hübsch. Muss ich sagen, gefällt mir sehr. Auch ein schönes Bild an sich.
Und dazu gibt es auch einen entsprechenden Artikel, den verlinke ich euch auch mal an dieser Stelle, dass ihr, wenn ihr wollt, da selbst reinlesen könnt. Aber ansonsten auch jetzt hier der Service für euch, dass wir auch zusammen reingucken und ich euch so ein bisschen das Ganze hier vortrage. Also Bahnstrecke Salzburg-Rosenheim kommt am 27. Februar 2024 für den TSW. Hier ein wundervoller Screenshot mit der 111 entlang dieses Bahndamms. Vegetation, boah, sieht ganz okay aus, würde ich sagen. Grastexturen, altbekannt. Oberleitung, passt alles. Stromabnehmer, sieht gut aus. Ich glaube, da steht Salzburg Hauptbahnhof als Ziel, wenn ich das richtig erkenne. Hübsch, hübsch. Genau, wurde angekündigt im Dovetail Direct Event vor wenigen Tagen. Wir haben ja darüber schon mal gesprochen. Diejenigen, die tatsächlich auf Steam spielen oder über Steam spielen, können ab Dienstag, dem 20. Februar 2024, einen 10% Vorbestellerrabatt ja, sich sichern, wenn sie das wollen. Und am 27. erscheint dann die Lok um 10 Uhr UTC, um 16 Uhr UTC bei Epic, 18 Uhr UTC bei Steam. Das ist ungefähr 19 Uhr deutscher Zeit. Ich glaube, das müsste 19 Uhr deutscher Zeit sein. Dann auch auf Steam mit der Baureihe 111 E-Lok. Und sehr heiß erwartet. Hier mit dem Schnee, wir sehen wieder die Schneeverwehungen tauchen auch auf. Auch die Tatsache, dass der Schnee hier ansteigt und nicht nur eine flache Textur ist, ist wieder mit drin. Ja. Dahinter haben wir noch diese Tankwagen, die ebenfalls altbekannt sind. Die ZACNS-Wagen sind jetzt keine neuen Wagen. Hier steht zwar nicht einsteigen als Zugziel, aber ja, ich denke mal, das wird schon gefixt werden. Ja. It's back to all electric services for our next German route add-on. Also wirklich alles elektrifiziert. Spielt in den frühen 2010er Jahren. Ich glaube, im Jahr 2013 wurde gesagt. Und führt bis ins Herz einer der größten Städte Österreichs, nämlich Salzburg, Lok geführt. Von DB Regio mit der Baureihe 111 hier mit dem wundervollen Führerstand. Ja, und das hier ist kein GSMR, das ist das FIS-Gerät. Das habe ich beim letzten Video ja, falsch gesagt und mindestens 17 Kommentare gehabt, glaube ich, die gesagt haben, das ist kein GSMR, sondern das ist FIS. Ja, das ist FIS. Da habt ihr natürlich recht. Wir haben hier die altbekannte Steuerung von der Baureihe 111, dass wir da die Fahrstufen mittels dieses mittels des Hebels tatsächlich ansteuern können und bedienen können. Ja, also es ist so ein bisschen so ein Zwischending zwischen so einem Kombi-Hebel, Leistung, Bremse und einem Fahrstufen-Wahlradschalter. Also es ist so irgendwie was dazwischen, finde ich. Zumindest würde ich behaupten, das hat so ein bisschen was davon, wie so eine Zwischenstufe. Auch wenn die Lok jetzt nicht besonders modern ist, ne? Das ist, glaube ich, aus den 70er, 80er Jahren. Und der Führerstand sieht aber schon sehr klasse aus. Allein schon dieses Grün, dieses Mintgrün im Führerstand ist wirklich einfach wundervoll, das zu sehen. Diese ganzen Instrumente mit den analogen Anzeigen. Herrlich. Ibula scheint wie immer, wie gewohnt, nicht mit verbaut zu sein. Habe ich jetzt aber auch nicht erwartet, ehrlicherweise. GSMR an dieser Stelle auch ohne Textur. Ich denke mal, das wird noch kommen, dass da zumindest eine Textur drin ist. Das ist ja normalerweise immer so. Also hier noch ein paar Infos zu der 111. Die kommt in Verkehrsrot. Gebaut zwischen 1974 und 1984. Überall in Deutschland einzusetzen oder eingesetzt worden. Haben S-Bahn-Verkehr betrieben. Fernverkehr, Nahverkehr, also wirklich alles mit dabei. Und sie sind ja bis heute teilweise noch im Service, im Regeldienstbetrieb mit drin. Genau, also wir haben hier diesen Tap Changer Control with both manual and semi-automatic input, bringing a different style of operation to that seen on contemporary locomotives. Also ne, nochmal zu der Steuerung, nochmal ein kleines bisschen hier mit den Dostos, mit dem Steuerwagen voran Richtung Rosenheim. Als Regionalbahn. Ja, ne, also das ist ein sehr bekanntes Bild. Wir werden natürlich die 111 auf verschiedensten Strecken fahren, auch ruhig vor Intercity-Wagen. Das werden wir definitiv alles machen. Das kommt noch. Ja, ne, also Gen 4 Dostos, Generation, vierte Generation werden wir sehen.
Kennen wir zwar alle, aber ja. Und hier ist nochmal die Streckenübersicht. Das Bild kennen wir schon. Hier links Rosenheim, ganz rechts Österreich mit der Nummer 14 Salzburg Hauptbahnhof. Mit der Grenze hier an dieser Stelle. Meistens finden Grenzkontrollen, glaube ich, irgendwo zwischen Salzburg und Freilassing, glaube ich, statt. Also gut, ob im Jahr 2013 Grenzkontrollen stattfanden, weiß ich nicht, aber ich glaube, aktuell finden da wieder Grenzkontrollen statt. Wurde mir letztens zumindest noch erzählt, dass da die Bundespolizei dann noch durchging, zumindest durch die Regionalzüge. Das wird natürlich nicht mit drin sein im Spiel. Ja, also continuing the cross-border theme of other Trains and World 4 routes, like S-Bahn Vorarlberg and Bernina Line. This route add-on, though mostly on German rails, crosses over into Austria at Freilassing. Naja, also wir haben jetzt schon wieder diese Cross-Border, dieses, dass wir eine Grenze überqueren. Wie auch schon bei der Vorarlbergbahn, da hatten wir das ja auch schon. Und bei der Berliner Bahn hatten wir das ja auch. Haben wir die Landesgrenze nach Italien überquert oder zu Italien überquert. Und können diesmal nach Salzburg, dem Geburtsort von Mozart, unter anderem hier ÖBB 4024 auch zu sehen. Ich glaube, als Layer, die werden, glaube ich, nicht mitgeliefert, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, und ja, das sieht auch schön aus. Die Baureihe 185 im Frachtverkehr, im Güterverkehr, die ist, glaube ich, mitgeliefert. Die handelt da den Güterverkehr ab in der Railien-Lackierung, was auch passt zum Jahr 2013. Damals waren ja auch Railien 185 auch so in dieser Lackierung unterwegs. Also von daher ist das zu erwarten oder ist das jetzt nicht weiter auffällig, dass es die 185 in der Railien-Lackierung ist. Das passt ganz gut. Aber selbstverständlich können wir da den Vectron auch fahren, wenn wir wollen. Zumindest im Freeroam-Modus. Im Fahrplan wird das nicht möglich sein, denn 2013 gab es den Vectron noch nicht im Regelbetrieb. Ich glaube, eine Lok wurde zu dem Zeitpunkt gebaut. Ein Prototyp war da, glaube ich, schon im Betrieb, aber ansonsten nicht viel mehr als das. Ja, zum Thema Services und Gameplay wird jetzt hier auch ein bisschen was erzählt. Übrigens hier 89 Kilometer an Strecke. Hier nochmal ein Bild von Salzburg Hauptbahnhof. Ja, ne, also einfach schön hier österreichische Signalisierung wieder mit dabei. Einfach toll, gefällt mir. Genau, also wir haben die ÖBB 4024 von der S-Bahn Vorarlberg als Layer mit drin und die 185 für den Güterverkehr. This will also be added service layers for those that own some existing German routes, route and local add-ons. Ja, ne, also hier nochmal alle Infos zusammengefasst. Die Baureihe 111, 89 Kilometer, 13 Stationen. Wir haben dort eine Grenzüberquerung und ja, verschiedene Layer, unter anderem die 628, die da auch mit dabei sein wird. Die Strecke, um nochmal die Info zusammenzufassen, wird released am 27. Februar auf allen Konsolen und allen Plattformen, kostet 35,99 € und diejenigen, die über Steam spielen, können einen 10% Rabatt bekommen. Ich habe noch zwei weitere Screenshots, die hat Lukas in einen öffentlichen Discord-Server reingeschickt. Deshalb kann ich die euch auch zeigen. Hier sehen wir verschiedene Sachen, die übrigens ganz interessant sind, nämlich einerseits hier die Baureihe 111 natürlich, die ist selbstverständlich interessant. Dann haben wir aber hier unten, das sieht auch ganz hübsch nämlich aus, wir haben hier wieder diese Shops, wo auch Leute drin sind, also die so ein bisschen weiter ausdetailliert sind. Das gefällt mir sehr, dass da wieder so ein bisschen mehr Wert auf Details gelegt wird. Das finde ich toll und das vielleicht coolste an dieser Stelle, ich zoome mal noch ein bisschen weiter rein. Ihr seht da vorne schon ein erstes Bild von den ÖBB Intercity-Wagen, die ja auch angekündigt worden sind, nämlich für die Semmeringbahn. Und es wird so sein, wenn man die Semmeringbahn besitzt, dann wird dafür ein Layer existieren hier auf Rosenheim-Salzburg, dass man tatsächlich mit den Zügen auch hier bereits im Fahrplan fahren kann, wenn halt die Semmeringbahn dann irgendwann released wird. Das dauert aber noch ein kleines bisschen, bis das der Fall ist. Ich denke mal eher so gegen Mitte des Jahres wird das der Fall sein. Und hier noch ein weiterer Screenshot, auch aus Salzburg Hauptbahnhof, auch nochmal zeigend, dass die Belichtung auf jeden Fall hier vollkommen in Ordnung ist und nicht so, als sei eine Atombombe irgendwo explodiert. Und auch hier der Layer mit der 628, die hier ebenfalls mit dabei ist in Verkehrsrot. Also diejenigen, die die Nidertalbahn besitzen, die können dann auch damit hier auf jeden Fall rumfahren oder zumindest diese Lok im KI-Verkehr sehen. Ja, so viel also dazu, zu der Strecke Salzburg-Rosenheim.
Ich bin gespannt auf eure Kommentare, wie ihr so diese erste Vorstellung der Strecke findet. Ansonsten, ihr werdet selbstverständlich von mir ein Preview auch bekommen. Hoffentlich dann am 26. Februar, wo ich dann schon ein erstes Video dazu releasen kann. Aber dazu dann Informationen zu einem späteren Zeitpunkt. Und bis dahin bin ich aber auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.